In der Theorie. Ah, das glaube ich jetzt, wenn ich sehe. Wahrscheinlich stürzt vom Start ab. Du, ist ja nicht so, als hätten wir nicht gleich schon 21 und 27. Haben wir jetzt schon. Mhm. So, dann wählt die Karre aus. Moment. Loading. So, und kein Schaden und Nitro. Ihr wisst ja, was das bedeutet, ne? Gegen eine Wand zu fahren, meinst du? Ja, aber mehr als einmal. Nitro, kein Schaden. Jo, du weißt ja, ne? Kannst richtig Stoff geben jetzt. Ja. Oh fuck. Hast du spät angelenkt? Na was, komm! Die Kirsche, sagst du nochmal den Fall? Ja, die Hitboxen. Ja. Die sind scheiße. Oh, die stand. Okay, ja, ich gebe dir recht. Bei dieser Palme gebe ich dir recht, Kirsche. Die stand nämlich hinter der Leitplanke. Hat mich aber trotzdem getroffen. Also bei der Palme muss ich dir zustimmen, die ist typische Hinterleitplanke, trifft die trotzdem Palme. Und bestimmt noch bei 10 anderen. Ja, vielleicht war die Entscheidung für die Palms Breit statt 3D-Modelle zu nehmen nicht die sinnvollste. Warum auch immer ich die Kontrolle verloren habe, okay. Ach man! Oh, war's knapp. Nicht doch, meine Fresse, ich sah es noch. Ja, genau. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass die Palme nicht hinter der Leitplanke steht, sondern in der Leitplanke. Das ist wahrscheinlich suboptimal, aber gut. Wie kann das auch nur. Also, Zenetik kann aber auch nicht programmieren, wie es aussieht. Na, vielleicht hat Eddie das Spiel programmiert. Oder die Palme ist halt einfach da gewachsen. In die Leitplanke hinein. Oh, das machen die. So, na Bäume gut. Siehst du das ab und zu. Wenn irgendwas im Weg ist, dann wachsen die halt drumherum, ist denen scheißegal. Ja, aber nicht in die Materie hinein. Das habe ich ja, aber gesehen. Vorne lang und hinten lang. Dann sieht es halt eben aus, als wäre es Och, in der Mann! Jedes Mal nach dem Start zählt irgendeine Scheißpalme. Jedes Mal jetzt. Ja, Hawaii hat so einige davon. Da kommst du nicht zu kurz. Ganz eine große Auswahl. Wirklich? Ja, das ist eine große Auswahl. Wo, oder? Ui. Oh Gott, okay. Aber zumindest konnte Liberty joinen, das ist ja schon mal
gucken mal, was gut ist. Oh, oh, oh. Oh, ich habe die Menschen übergefahren. Das hält ja aus. Der falschen Stelle wieder rausgefahren und dann ab auf den Strand. Und voll in die Menschenmasse rein. Warum machst du denn sowas? Weiß nicht, sind jetzt tot. Da kannst du sicher sein, die sind jetzt platt. Die 300 haben die nicht ausgehalten. Oh Gott. Nein. Das sind von mir nicht so gut hier, okay. Vermute mal, der Laptop ist nicht sein Lieblingsgerät. Ich habe auch keinen Sound. Brauchst du den? Keine Ahnung. Ich hätte jetzt Lautsprecher anmachen. Na ja, gut, für die Reifenquietscherei hättest du ihn gebraucht, ne? Ja, das könnte sich eventuell noch lohnen, ne? Bei den Rennen nachher, wo es Schaden gibt und so. Muss ich erstmal dann Teamspeak installieren, damit ich da alles über den Laptop empfangen kann. Über Kopfhörer kann. Aber der Bildschirm muss eine Qual sein, oder? Nee. Nee, geht's? Na gut. Bei Laptops verbinde ich immer mit CN-Panel und scheiß das Quali und. Das ist ja. Mein Monitor auch, also kann ich nicht mehr wissen. Ach so! Ja, da wird sich aber ein Upgrade mal lohnen. Oh. IPS sieht so viel schöner aus, Alter, so viel schöner. Die Darstellung der Farben der alleine, das ist so massiv besser. Wie am Farbbildschirm? Ja gut, Farbe darstellen kann TN auch, nur halt nicht so wirklich toll. Ich hab einen Bernstein-Monitor. Oh, Lerotier hat sich anscheinend Kirsche gecatcht. Hat nicht mal gefragt. Hättest du einen dicken Vorsprung, aber das reicht nicht für Lerotis Busfahrt. Du bist einfach zu schnell Bus gefahren. Bei dir kommen die Gäste definitiv pünktlich an. Nee, die hat ja keine dabei gehabt. Das war ja das immer eine Sache. Krasser Gewichtsvorteil. Jetzt noch bitte beenden. Danke. Und jetzt bitte alle Replays löschen und die Registry-Datei irgendwo hinschicken oder sowas. Wohin schicken? So, alle erstmal bitte weiter drücken. Oho. So, ja, die scheiß Replays, genau, so. Aber da freue ich mich schon, wenn Jonas das Programm fertig hat. Und die Replays automatisch gesichert werden. Das wird ja ein Komfort. So, Replays, muss ich noch was machen? Ah, jetzt, genau, das Table wechseln. Meine ich, dass das zwei Dinge war, die ich tun muss. Oh ja, das kann ich auch schon mal machen. Achso, wie war die Getriebesituation überhaupt beim vorigen Mal? Lang. Ich hatte lang. Okay, nächste Rennen hat Nitro und kein Schaden. Also die gleiche Situation nochmal. Habe ich die Kreuze reingemacht? Ja, habe ich. Muss bei mir immer doppelt und dreifach checken. Ich traue mir zu, das sonst falsch zu machen. So. Ich traue dir auch zu, das falsch zu machen. Nee, deswegen. Deswegen kontrolliere ich auch alles 23.000 Mal. Oh, das dauert zwar noch ein bisschen. Ja, ich habe mich jetzt auf dreimal beschränkt. Okay. Die Worte. Der Opel Astra. Der wollte schon immer mal auf den Hockenheim.
Nein, das glaube ich nicht. Meinst nicht? Der fühlt sich da, glaube ich, gar nicht wie zu Hause. Oh, ich denke schon, dass er sich da sehr wohl fühlt. Was meinst du nur? Wer ist da gekommen? Ich. Leroti 1. Oh, oha, hast du es doch auf dein Laptop Teamspeak drauf gemacht? Hast du dich raten? Er hat bestimmt wieder das Spiel geschlossen. Nee. Und mute dich bitte. Glaube ich nicht. Gott, der andere Leroti ist weg. Jo. Ah, ich höre euch noch nicht. Test, 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 wir hören dich. Es klingt zwar ein bisschen blechern, aber wir hören dich. Ja, die Soundkarte von deinem Laptop ist auch nicht so toll. Test. Blabla, hörst du uns jetzt? Hier, nix blabla, jetzt zitier mal ein ordentliches Gedicht, was du in der Schule gelernt hast. Als ob ich da noch eine Silbe von im Kopf habe. Das ist lange her, so scheiße. 1 plus 1 gleich 2, das kann ich noch. Ja, super Gedicht. Hast du hast du immer noch das Problem, der Rücken sonst nicht hörst? Hallo, oh, hallo, hallo. Er klingt mit der Gesamtsituation unzufrieden. Wo ist denn das jetzt? Ich glaube, er sucht einen Audio-Out-Anschluss. Aber es klingt auch nicht so, als wäre das ein Mikrofon von einem Headset, sondern eher das Mikrofon von einem Notebook, was irgendwie eingebaut ist oder sowas. Ja, kannst du haben. Und wenn es dann die Lautsprecher von dem Notebook werden, dann könnte das herrlichste Rückkopplungen geben. Ah, ist bestimmt spannend. Da kommt ja echtes Pete-Feeling auf. Wieso? Ja, der. Wie ist das Headset denn immer? Wo sind die denn immer, wenn sie braucht? Was sucht er? Keine Ahnung. Was sind die denn immer, wenn man sie braucht? Oh Gott, dass die Mikrofonqualität ist sehr spannend. Wo sind sie denn immer, wenn sie braucht? Ich glaube, er wüsste gerne, wo die Sachen sind, wenn man sie braucht. Achso, ja. Kannst du mir jetzt die ganze Zeit sagen, was er sagt, weil du verstehst ihn anscheinend. Er hat sich geräuspert. Nirgends. Ah, nirgends sind sie. Aber wir haben gerade schön fetzige, moderne Ära Doom Musik. Ja. Nicht, ist auch nicht. Aber nicht, das ist es auch nicht. Das ist auch nicht. Warum muss man nicht wirklich alles immer im Renntag machen? Ich verstehe nicht. Den Scheiß doch bitte vor dem Renntag hin. Ist Tomete vielleicht online? Der könnte doch mittlerweile vielleicht mit etwas Glück da sein. Nee. Ja, der ahnt ja auch nicht, dass wir jetzt erst ein Rennen fertig haben. Ne, weil es ja auch gerade ein paar Jahre dauert. Obwohl, ne, Moment, ich habe die WLAN-Verbindung verloren bei meinem Handy, wer weiß, vielleicht passt da noch was. Oh, das klingt anders. Das klingt nach einem besseren Mikrofon. Ja, auf jeden Fall ein besseres Mikrofon. Nee, zum nächsten Mal. Nee. Kann ich nicht Mikrofon sagen. Was auch immer es ist, es klingt tausendmal besser als das. Es klingt tausendmal besser, ich glaube, du hattest vorher das Laptop-Mikrofon anwickelt. Jetzt klingst du wieder nach brauchbarem Mikrofon. Laptop-Mikrofon? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. War so ein blecherner, hallender Raumklang. Also, das war auf jeden Fall sehr spannend. Also, falls du dachtest, wir hören dich nicht, als du immer wieder gesagt hast, wo ist denn das, wenn man das braucht, dann doch, wir haben dich gehört. Wir haben dich gehört mit einer sehr spannenden Qualität. Okay. Da war es nicht, da war es auch nicht. Ein Räuspern. Ah, ja. Nee, ich hab noch leichten Husten, also Räuspern nicht, aber... Ja, aber das war ein anderes Problem als dein Husten. Können wir vielleicht auch irgendwann mal weiterfahren? Weiß nicht, musst du diese die rot bekleidete Troller vielleicht, die weiß das, die kann die Zukunft sehen. Warum hat denn der Ärmel eine andere Rotfarbe? Das nervt mich tierisch.
Ja, keine Ahnung. Mehr gab die 256 Farbpalette vielleicht nicht her. Ja, aber die haben doch immer, doch, offensichtlich, weil es halt eine andere Rotfarbe. Die hätten auch die gleiche Rotfarbe nehmen können wie der Rest vom Anzug. Bei ihr ist es Blut. Also! Oh, oh, ich hab noch das Handy gehabt. Was ist denn verrückt hier? Okay. So. Wieder Nitro, gib Stoff und so. Was ist da hier los? Bleib hinter mit deinem komischen Astra. Wie mit diesen Windschattenschnurrer hier. Dumm sind die. Gleich Bußgeld. Ach, was, warum bringst du denn hier? Nicht so weit. Was rutscht der denn so weit? Weil die Kurve scharf war. Das konntest du im Nebel aber nicht rechtzeitig sehen, wenn du das nicht geübt hast. Wie ist die Getriebesituation? Sehr kurz. Sehr lang. Natürlich sehr lang. Schön, dass ich nur lang habe, ich Idiot. Ja, so ein Astra, der braucht schon ein bisschen... Warum brauche ich eigentlich kein Nitro weiterhin zu drücken, weil die haut ja sowieso ab. Ja, das war jetzt meiner Meinung nach offensichtlich, weil wir ja eben halt keinen Schaden anhaben, einen Astra haben und einen Grand Prix Kurs haben. Oh Gott, 14 Runden müssen wir den fahren. Oh, die wow! Ja, gut, das ich setze mich dann mal. Jetzt kommt die Hasskurve. 14 Runden im Nebel. Ja, die Grand Prix Strecken mag der Random Generator irgendwie im Nebel zu machen. Ich weiß auch nicht. Obwohl wir jetzt sogar einen anderen Random-Generator haben, nämlich den von Jonathan und trotzdem. Ja, vielleicht hat er das so eingestellt, Grand Prix-Strecken wird hier immer im Nebel. Und du weißt es nicht, dass das gemacht hat. Der nächste Rennsach, nice, that's cool. Da haben wir mit 1000 Gravitation auf Ägypten 3. Und bestimmt wieder eine Grand Prix-Strecke im Nebel. Ich glaub gar nicht mal. Oh Gott, zu weit raus, alter Scheiße. Ja, 295 ist bei mir Schluss. Hart. Auf wieder. Jo, okay. Okay, ich will es aber auch wissen. Anzeige nur 4 Sekunden. Ja, das ändert sich noch. Ich bin einfach nur noch nicht abgeflogen. Alles eine Frage der Zeit. Da arbeite ich noch dran. Diesen Berg mag ich nicht. Nur ist bei euch Schluss. Bei mir ist ja bei 295 Schluss. Irgendwas mit 320, glaube ich. Muss gleich nochmal gucken. Ich habe hier gerade eine Kurvenlandschaft hier. Was war denn das jetzt für ein Quatsch, was ich hier gemacht habe? Scheiße! Gib Gas, du scheiß Ding! Ich will keinen Windschatten spinnen. Du bist weit weg. Das ist diese Kurve, ey. Kurve hastig. Komm. 300. 16, 17, 18, 19, 20, 320 ungefähr, ja. Schön. Da wird noch mehr gehen, aber dann kommt die Kurve leider. Wie gesagt, 295 ist bei mir. Naja, so. Naja, gut, so weit weg ist es ja nicht. Da war es ja mit dem anderen Auto schlimmer damals. Ach, wie fahre ich die Kurven gerade? Das ist Blödsinn. Schlecht, vielleicht. Ja. Dritte Runde fing schon schlecht an, Ende von zweiter Runde war auch schlecht gefahren. Gib am besten gleich auf. Fahr in die Box, lass ich stehen. Nee, Leruti hat Bus gefahren. Ja, und wir fahren jetzt kein Bus. Ja, das wäre ja schlimm. Also. Ja, aber du musst jetzt auch mal 2 Minuten Vorsprung von ihm wieder gut machen. Weißt du, wir fahren am besten Bus, bald mal auf der größten Strecke mit den meisten Runden. Und der Random Generator kriegt noch was Neues mit rein, und zwar Random Generator entscheidet, was wir für ein Getriebe nehmen müssen.
zum also Beispiel. So auch so eine Art Bullshit-Setup, meinst du? Am besten also schön auf sehr kurz. Oder einfach immer normal, da muss man sich ausprobieren. Also wie bei. Wie bei Dirt Bullshit-Setup, meinst du? Hm. Ja. Ach, sind aber nur so ein paar Kurven, aber ich verkacke wirklich jede davon. Aber ich glaube, ein sehr großes 50k CC wird dann natürlich heftig. Tja, ist egal, wenn du dazu sagst, ist es dann so. Dann fahren wahrscheinlich 50. Dann ist das halt eben so, meine Güte. Wir haben hier auch die Möglichkeit, irgendwas am Setup zu ändern, also kannst du das ruhig mit einbauen. Wenn das gewünscht ist, könnte man das machen. Wäre doch eine Idee, oder nicht? Wenn du das ja schon für Dirt reinholst. Klar, gut, bei Dirt hast du mehr Möglichkeiten. Ist klar, aber. Ja. Die Idee wäre es, klar. Dann kann man auch die anderen Dämpfer mal ausprobieren. Stell dir vor, einen sehr weich gedämpften Monster-Truck. Sehr weiche Dämpfer mit sehr kurzen Getriebe auf der längsten Strecke mit den meisten Runden. Ja. Eieiei. Was kommt jetzt beim Monster? Und am besten kein kaum Grip, kaum Gravitation und auch Schaden an. Und Nitro. Ich weiß nicht. Ich bin keine Kurve, ich muss die echt sehen. Ich fahre einfach immer nur gegen die nächstbeste Wand und dann geht's weiter. Er muss das auswendig lernen auf der Strecke. Aber hatte ich ja gestern halt so und jetzt mit Leo die Situation nochmal vertieft. Mal schauen, ob wir beim nächsten Rennen, bis wir das nächste Rennen machen, auch wieder so 10 Minuten warten müssen. Goom-Kurve. Ich mag die Goom-Kurve nicht. Du siehst hier irgendwo Goom? Ich sehe hier nur Nebel. Ja, da kommt. Ja. Da kommt so eine Schikane, danach steht das Goom-Schild. Da ist die Goom-Kurve. Aua. Ich mag die nicht. Und mit 320 km/h fahrender Astra? Meine Güte, du. Da hab ich die schlechtere Version von meiner Fahrt. Ja, gut, bei konstantem Nitro. Ah, kann man sehen, was Eddie da noch rausholt, ne? Der Motor wäre sowas von hin, wenn Schaden aktiv wäre, ne? Aber ehrlich. Ja, da müsstest du halt ein bisschen sparsamer umgehen. Ich sehe die Anzeige nämlich, dass das Ding komplett ja, ist. Ja, ist ja nicht nur über den Roten sogar drüber, ne? Ja, das mal davon ab. Oh Mann, ey, ja. Ja, man hätte ja auch konstant gedrückt, fast konstant. Wer war das du da? So, Gummkurve überstanden. Ja, nicht auf den Curb! Ah! Das war scheiße. Oh ja, toll! Jo, was war das jetzt hier im Spiel? Da habe ich meine schöne Rundenzeit weil ich hatte, obwohl ich da 100 km/h verloren hatte, trotzdem noch einen Rundenrekord gemacht. Ja, was wäre denn das bitte geworden, wenn ich diesen Scheiß nicht gemacht hätte? Dann wäre es wahrscheinlich 1,38 geworden. Aber ich habe noch ein paar Runden, das auszubessern. Also am Haupt-PC hat sich Leruti auf jeden Fall besser gemacht. Oder hast du auch das falsche Getriebe genommen? Naja, auch falsche Getriebe. Das sah nach lang aus. Ich bin zumindest auf der Gerade auf einmal an ihm vorbeigeflogen. Welches hattest du nochmal gleich genommen, der Ruti? Normal. Normal und bist trotzdem vor mir? What? Ja, weil ich nicht gucken wollte, weil ich hier mit Headstone-Steckern so schon beschäftigt war. Ach
so. Hatte ich jetzt keinen Nerv, da noch zu gucken, nochmal welches Bett. Ja, naja, gut, die 30 Sekunden hätten wir auch schon gehabt. Ganz komisch. Die 30 Sekunden hätten wir dann auch noch gehabt. Aber es hat sich ja schon eine ganze Stunde alles verschoben. Ja, dafür, dass das bitte mal alles immer vorm Renntag gecheckt wird und nicht während. Ja. Hätte natürlich was Praktisches, jo. Ich weiß, dass das sowieso nicht getan wird, also deswegen, keine Ahnung, warum ich es eigentlich erzähle. Hätte sich das in Sucke heran. Ja, also ich habe nur einmal gejammert übrigens bei Dirt, als die ganzen Einstellungen gemacht wurden. Ich hätte auch 20 Mal jammern können, aber ich habe es nur einmal gemacht. Na gut, bei Dirt ging es tatsächlich nicht anders in dem Moment. In dem Moment ging es nicht anders. Wenn man es davor gemacht hätte, wäre es davor gewesen. Nee, das war in dem Fall ein bisschen Last Minute gewesen. Aber naja, ist ja jetzt nicht mehr. Nicht, habe ich das schon mal gesagt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nein. Und diese Goom-Kurve, der Jump und die Goom-Kurve, fürchterlich. So meine beiden Nightmare-Stellen hier. Ja, die Kurve, die Kurve, die Kurve, die Kurve und dann noch die Haarnadel. Das sind meine Nightmare-Stellen. Also alle quasi. Yep. Die Geraden gehen. Ja, die gehen, ne? Die sind gut. Kannst ja den Motor mal fragen, ob der das auch so sieht. Der findet das super. Ach, das gibt's doch nicht. Die einzige Runde, die da 1,38 geworden wäre, hatte ich da einen Bullshit-Fehler verkackt, oder was? Ja, belastend. Oh no! Ach, fick dich doch, du scheiß Dreckspissdreck. Ah. So. Komm, wie viel Beleidigung willst du noch bringen? Ah. Oder haben wir jetzt Ende erreicht? Kann man ja leider. Am liebsten nicht, aber. Am liebsten dann kein Ende, ne? So viel Hass. Habe ich dir da Flanke gegenüber getreten. Und das hat dir jetzt was gebracht? Leider gar nichts. Ja, also. Oh. Das ist ja das Schlimme. Niemand hört auf mich, nicht mal die Strecke. Warum auch? Der Rasen mag mich auch nicht. Hält dem Rasen ein, mein Auto zu verlangsamen. Hey, warum doch, fährst wenn du das auf dein einziges Problem was ist. Was fährst du auf dem Rasen? Weiß ich nicht. Das ja, Auto, also. Das Auto wollte dahin. Hatte da eine hohe Geschwindigkeitszahl drauf und da wollte das Auto da irgendwie rein. Ich weiß auch nicht. Jetzt sagt nicht, das lag an meiner Geschwindigkeit. Nö, nö, es war nur ein Lack an Fahrskill. Oh, der Rudi wartet?
Nee, Laptop hat gesagt, PC bräuchte Update. Sehr gut. Das heißt, du hast rausgetappt? Ich meine, der Laptop hat mich rausgetappt. Dann der fährt aber noch. Dann ist das, der fährt bei mir. Ja, aber dann ist das Rennen jetzt broke. Weil bei Nice darfst du nicht raustappen. Ja. Aber er fährt. Sag's dem Laptop. Ja, ich kann irgendwie was davon, aber bringen wir nicht. Ich sehe nicht auf der Karte fahren. Viel Spaß, Dennis, ob du das noch irgendwie auswerten kannst. Ja, ich muss das. Wenn das Replay funktioniert, dann reicht mir das. Replay muss gehen. Da ist meine 1,38, Bam. Dafür fahre ich die erste Kurve mit der Scheiße. Na gut, vielleicht hast du das Spiel überlebt wegen DG Voodoo, da kannst du ja Fenstermodus machen. Oh, er war, glaube ich, aber trotzdem Vollbild. Ja, nee, ich meine, eigentlich müsste das. Na gut, kommt drauf an, ob die Alt-Enter-Option anders oder nicht anders. Aber sonst geht ja nur im Fenstermodus in der Alt-Option. Dann sollte eigentlich nichts passieren. Nein, meine Rundenzeit ist korrupt halt. Achso, okay, das ist eher. Ich sag ja, das Rennen ist damit broke. Dann ist die Zeitentabelle am Ende ein Problem, ja. Dann muss ich das über die Replays lösen. Ich zahle die Replays zu sichern. Ist das zweite Rennen oder das dritte Rennen? Zweite. Das ist erst das zweite. Gott sei Dank. Sonst hätte ich nämlich einen Replay vergessen. Ich glaube, ich schon ja, du, laut Zeit wären wir schon viel weiter, aber. Deswegen sind wir so im zweiten Rennen. Wie kann ich nur jedes Mal. Warum? Ach, scheiß Gurken. Dennis, du bleibst ja hinter mir, ja? Ich sehe das nämlich. Ja, er wird versuchen zu überholen, dann wird er abfliegen, dann wird er fluchen. Ja. Werde ich ihn nochmal überholen, dann wird er mich wieder überholen und dann ist durch. Ja, er ist in der Nähe und die Fehler beginnen schon, jetzt schon, ne? So, ist dann noch werden, wenn ich ihn dann erst überhole. Kein gutes Zeichen. Nein, ich krieg die Wand drauf. Dass mein Nitro-Finger langsam schlapp wird, hilft auch nicht. Gebe ich dir mal noch Windschatten hier. Oh, bringt nicht viel. Oh, 270 Grad erreicht. Nicht die Norm. Oh, come on! Du hast ihn nicht hingekriegt? Nee. Ich schon irgendwie, wie du gesehen hattest. Völlig falsch angefahren. Uff. Wollte ich im Rückspiegel gucken, wo du kommst, da ist da schon die nächste Kurve. Und uns hat es nicht mal korrupt, okay. Ja, je nachdem, was es ist, wenn das die beste Runde ist halt die letzte Runde. Hör auf! Nee, hör auf! Alter, du brauchst den Windschatten nicht mal! Wir will eine Bestzeit. Ach, ich. Ja, da habe ich einen Rasen weggeschmissen. Den ja, schön. Ich hätte auch eine bessere Zeit fast hingekriegt, aber ich musste wegdriften, leider. Hättest du den Windschatten nicht ausgewichen, dann hättest du eine bessere Zeit gehabt. Mhm, ist klar. Ja sicher, das kostet Zeit, das Rumgelenke. Ja, dann hör auf, den Windschatten zu nehmen, Alter, wirklich. Nimm den Windschatten von anderen, von mir ist verboten. Das Recht, weil du nicht mal einen Unfall gebaut hast, bis jetzt. Nö. Nö, ja, ist wirklich, deswegen ja. Hier gibt es hauptsächlich nur Kurven falsch nehmen. Ja, hier breit wie sonst was. Wie, die Strecke ist breit? Ich dachte, die wäre schmal.
Deswegen ist sie nicht so unfallträchtig. Gott, ey. Das ganze Rennen durch eine rechte Schaltwippe eingedrückt lassen, geht irgendwann auf die Finger. Wegen Nitro. Dann lass es doch einfach. Nee. Ja doch. Dann kommt der Kahn ja gar nicht in die Gänge. Du weißt doch, das Blenden-Ding hier liebt Nebel. Nein, ich meine, ich hätte mir... Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Kurven funktionieren. Fuck you, Jump. Das hat dir jetzt was gebracht? Hä? Okay, ich sehe... Mich erstmal gesagt, weil ich gegen irgendwas gefahren bin, was nicht mehr da war. Was war nicht da? Ja, genau. Genau das meine ich, ja. Okay, was denn? Ne, ich bin gegen irgendwas Unsichtbares geknallt und stand. Jo, so. Oh, bestimmt nicht so eine scheiß Hitbox von der Palme von dem Rennen vorher noch. Ach, du meinst, da war jetzt noch, stand noch so die Palme, ja? Genau. Oh. Weiß nicht, wie lange mein Finger das noch durchhält. Ja, ne? Schlimm ist das. Fährt man diesen Jump konsistent und sicher? Mit höchstens 100. Das ist mir zu langsam. Ja, konsistent, Alter. Sicher, schnell. Choose to. Das würde er im echten Leben auch sagen. Das ist mir zu langsam. Warum haben sie einen Unfall gemacht? Naja, weil ich das nicht anders fahren wollte, weil es zu langsam gewesen wäre. Ja, genau. Ihre Geschwindigkeitsbegrenzung war mir zu langsam. Aber ist fair. Ich meine, wenn diese Bergsteiger als Grund, weil er da war, angeben können, warum sie den Berg bestiegen haben, geht das hier auch. Oh, Hand ausschütteln. Weil er da war? Ja. Warum haben sie den so und so Berg bestiegen? Weil er da war. Was wäre, wenn er nicht da gewesen wäre? Dann hätte sie es nicht getan. Ja, genau. Warum wollte sie keinen anderen nehmen? Der war gerade da. Ach, da geht's lang. Komm nicht mal an Dennis ran. Er steht da einfach nur so weit weg. Ich sehe die Ameisen in dem Sand da neben mir. Und? Wie viele sind's? Ja, es dauert ein bisschen, bis ich damit fertig bin.
Okay. Vergiss aber nicht, es uns zu sagen, ja? Wenn ich das in diesem Leben noch hinbekomme. Du musst. Der Sand erstreckt sich doch schon ganz schön weit, muss ich sagen. Ja, egal, du hast dir diese Aufgabe jetzt gegeben, die musst du. Ja. Boah, da kam ich aber in den letzten Metern noch ganz jetzt schön ran. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das Rennen beendet, weil da ein Rauskampf beenden wird, das aber mit falscher Runde. Falscher Gesamtzeit. Das oh. ist das. Meine Gesamtzeit ist super. 2-1-4-7 für 2-5. Ja, klar, okay. Aber warum fuckt das selbst so? Das ist unser anderen. Okay, das ist echt spannend. Oh, der Route hat gewonnen. Gratuliere. Ja, danke. Also das finde ich spannend, dass es auch unsere Zeit noch abfuckt. Das ist ja wirklich gut, spannend. Gut, bei mir stand nur plus eine Runde. Nee, minus. Minus eine Runde daneben. Achso, ich muss weiter drücken. Hilfe dabei. Aber das Replay wird mir dabei helfen. Ach ja, sicher das Replay. Das hilft das Replay. Das ist in dem Fall wichtiger denn je. Was muss er noch immer machen? Man noch zwei Sachen. Die Sheet Engine. Ach ja, das kann ich auch schon mal machen. Genau. So, und jetzt sehr weich und sehr weich, sehr kurzes Getriebe und die falschen Reifen noch mit dabei. So, dieses Mal haben wir Nitro wieder an. Aber jetzt auch der Schaden. Aber es sind eh nur 6 Runden oder so. Oder so, sagt er. Ah, Ravage hat jetzt in 6 Runden kaputt gekriegt. Das ist richtig. Wie üblich warten wir jetzt wieder mal bestimmt 10 Minuten. Warte. Ja, verpusten kannst du jetzt. Was kannst du? Was? Verpusten. Das ist Ausruhen. Verpusten? Jupp. Das Wort habe ich noch nie gehört. Warum denn das nicht? Weil du es noch nie gesagt hast und kein normaler sonstiger Verpusten, Mensch das sagt. Verpusten, wirklich. Loading. So. Ich habe es zumindest noch nie gehört. Loading, jetzt. Okay. Der Laptop ist echt scheiße. Wieso? Alter. Ja, weil er mich nochmal irgendwie rausgetappt hat, genau in dem Moment, wo das Rennen gestartet hat. Dafür bist du aber gut vorne. Das heißt, und jetzt sehe ich diese scheiß Taskleiste noch im Rennen. Das ist das heißt, dieses Rennen ist also auch jetzt broke. Offensichtlich. Tja, du darfst viel Replay-Arbeit machen. Warum gebe ich kein Info, bin ich bescheuert? Diese Update-Einblendung kommt ja jede Stunde irgendwie. Instant? Ja, das kann man irgendwie. Ja, man kann es irgendwie deaktivieren oder noch mehr auszögern. Ich habe damals bei dem PC hier gesagt, ich habe eine Nutzungszeit von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts. Geh mir da nicht währenddessen noch im Sack. Wollte ich gerade machen, aber irgendwie ist der da eingefroren beim Einschalten oder sowas. Also, der Laptop ist halt abartig scheiße. Ja, aber eben halt 10, auch mal updaten. Aber eben nur mal 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts halt, ne? So. Oh. Wow. Oh, scheiße. Wieso seid ihr mehr? Da wird gerade ein Mist gebaut. Ich auch. Ich hab gar nicht drauf geachtet, dass wir Schaden haben. Ja, ich hab auch übertrieben. Oh, Motor ist schon rot. Ich habe einen 85er Motor. Oh, Kirsche. So ein bisschen gekippt. Ja. Das war jetzt. Wäre mit einem Cup 2 oder 3 nicht schlecht gewesen. Das war jetzt natürlich sehr ärgerlich. Okay. Ja. Tja, viel Spaß mit dem tollen Motor, der jetzt bei dir nicht mehr rundlaufen wird. Ja, wo ist denn die behinderte Tankstelle überhaupt endlich mal? Alter. Wo ich gerade vorbeigefahren bin. Da. Da werde ich nicht anfangen. Ah ja, sag mal, wie dumm war das denn auch von mir? Das war natürlich sehr fair. Los, gib Gas! Wie kann man denn so doof sein?
das Rennen, was am meisten Spaß macht, ne? Ja, Nitro geben macht Spaß. Das war stupid. Ich wäre es sogar sinnvoller gewesen, mit dem 85er Motor weiterzufahren. Da hilft dir die. Da kannst du jetzt sagen, tja, die Ruti war gut beim Busfahren jetzt, wa? Ich hab gar keinen Bus. Nein, aber weil er das vorhin schon erwähnt hatte, obwohl wir keinen Bus fuhren. Ja, das so eine Aktion hilft nicht gegen die Ruti. Scheiße. Nein. Wow. Ich hätte echt mit dem kaputten Motor weiterfahren sollen. Das. Jetzt schon, bleibt doch mal wenigstens gerade. Ich glaube, ich habe auch irgendwie einen langsamen Topspeed oder irgendwas. Ja. Übrigens, du kannst mal die Tab-Taste drücken, dann siehst du auch die Prozentanzeige. Ja, das ist schon so rot, da werden schon 70-80% sein. Aber ich hole euch nicht mal ein, ich werde Vierter, scheiße. Na du, es ist noch eine Runde Zeit, also... Echt zu schaffen. Da geht's zu kurz. Ich bin zu weit hinten. Bei meiner Fahrerdevise... Ich hätte die Tankstelle nicht... Ich hätte mich für nach die ganze Zeit weiterfahren sollen. Ja, das war dumm. Naja, was soll's. Hilft nicht gegen die Ruzi. Ja, mir ist es zum Glück noch aufgefallen, dass ich immer noch, dass ich dauerhaft Nitro drücke. Dauerhaft? Ja, ich habe gar nicht drauf geachtet, ich habe einfach durchgedrückt. Ah, jetzt kann ich. Ja, eigentlich wusste ich das und beim Üben konnte ich auch sehr viel Nitro. Oh Mann, ein oder zwei Runden mehr. Aber irgendwie habe ich es wohl dieses Mal echt übertrieben. Scheiße. Ich bin vor Dennis meinem Ziel. Ja, sicher. Dass ich das mal erleben kann, wa? Was ist das für eine Rundenzeit? Ich hab nur 50er. 48, 85. 48, 09. Ja, natürlich bin ich immer am langsamsten. Ja, wenigstens stimmen die Zeiten, das ist schon mal was. Oh Mann, eine Runde mehr. Ich bin fett rangekommen in den letzten zwei Runden. Wahrscheinlich, weil der Motor halt im Arsch war. Ja, aber du hast die beste Rundenzeit, Kirsche. Das Getriebe hatte ich auf normal gehabt. Ich habe auch nichts geändert. Oh ja, das ärgert mich. Aber wenn ich jetzt einmal nicht umgekippt wäre, hätte es auch gereicht, aber naja. Ohne Fehler wäre es ja langweilig. Ja, der Fehler war sehr stupid, naja. Was soll's. Okay. Replay und dann. Oh, was ist das jetzt? 2,2 Runden? Ja, genau. Kann ja nochmal träumen. Nee, du weißt doch, Dennis wird immer 20. Jetzt haben wir kein Nitro, aber Schaden an. Also wir können diesmal mit dem Nitro keinen Scheiß bauen. Aber das heißt, du kannst es gedrückt halten, wie du willst. Ja. Ja, aber mit Autobusteile. Das ist schon mal eine gute Sache. Gott sei Dank habe ich das noch bei 85% gemischt. Ich hätte ja auch auf 100 sein können. Alter, da habe ich nochmal Glück gehabt. Ich hätte auch ganz raus sein können. Ei. Das wäre auch lustig gewesen. Ja, das wäre dann echt fail gewesen. Oh Mann, ey, sowas Beklopptes, ey, ehrlich. Ja. Und jetzt Nitro! Aber das Rennen fing auch schon so lustig an, ne? Erstmal Burnout und komplett und schon erstmal 4% Reifen hatte. Nee, das war viel zu enthusiastisch.
Aber das kann ich nicht wissen. Ah, vermuten. Nee. Nee? Nee. Wieso das denn, ey? Du hast nicht genug nice gespielt. Wow. Alter, Windschatten, lass mal gut sein, Kirsche. Ja, was denn? Dafür bekommst du jetzt welchen. Kommt der da angeschossen, als hat der einen McLaren oder so unterm Arsch, ist klar. Ich hab halt fett Nitro gedrückt. Jetzt will er mir auch noch die Sicht versperren, dass ich gegen die scheiß Brückenmauer fahre. Alter. Ist doch nicht die Möglichkeit. Was ist denn das jetzt, der letzte Anteil hier? Müsste ja auch mal wieder beschleunigt, ne? Das ist doch, ja. Getriebesituation habe ich auf normal. Ja, ich auch. Hey, bin ich der Einzige, der dumm war. Oh, sag mal. Was hast du denn? Lang. Hm. Wollte ja auf sehr schnell stellen, aber das gab's nicht. So, vielleicht hilft das. Was war da passiert? Alter. Was meinst du? Da war doch gar nichts für mich. Was hast du da gemacht? Ich fahre ganz normal, ich bin dann so. Wow! Ja, da bin ich auch ab. Sag mal, was mach ich denn? Abfliegen. Kann doch nicht mein Ernst sein jetzt. Wo ist meine Konzentration hin seit Rennen 3? Oh, und nochmal resetten, weil es so toll war. Kann doch echt nicht mein Ernst sein hier. Doch. Grottenschlecht gerade. Dabei ist die Strecke nicht mal schwer. Nur aber lang. Ja, pro Runde. Und dann kommt noch die Anzahl Runden. Ja, zumindest das Auto nicht super langsam. Du weißt doch, Dennis möchte immer gerne beim letzten Mindestens. Das ist auch an sich lustig. Und manchmal dauert es dann halt länger. Das Auto hat so eine miese Beschleunigung, da war normal die einzig richtige. Das einzig richtige, weil. Auf den längeren Getriebe kriegt er. Alter, ich bremse schon ab und ich überschlag mich trotzdem! Komm doch da mal rum. Keine starke Bremse. Die war vom Porsche schon bedeutend besser. Wie kommt hier eigentlich derart näher? Fährst du ja so gut? Ja, ja, anscheinend. Aber jetzt gebt ihr euch Windschatten, das ist nicht gut. Nee, noch nicht.
Mal aus Karte, seid ihr ganz schön dicht auf? Nee, ist nicht so dicht. Auch nicht näher an euch. Das wird wohl nix. Ja, jetzt wird's gespannt, was ihr da vorne macht. Oh. Häng ich zwischen euch. Den Sprung vergessen. Verdammt. Aber der Sprung vergisst dich nicht. Ach wirklich? Ihr wollt es aber auch wissen. Nicht nur Leruti, sogar Kirsche. Ihr willst auch heute mal wissen in diesem Rennen hier. Naja, so kann man das glaube ich nicht sagen. Aber ich mache deutlich weniger. Ah, ich mache schnellere Resets als sonst. Und weniger. Bisher hast du gar keine gemacht. In dem Rennen noch nicht, ne. Ne. Und dafür seid ihr halt verdammt nah dran, ne? So viel zum Wollens wissen. Du hast dich aber lange gehalten bisher und du bist immer. Ja, weil ihr halt resetten musstet und ich nicht. Ja, aber jetzt musste ich halt ein, zwei Runden nicht mehr irgendwas machen und ich komme trotzdem nicht an dich ran. Du machst dich gut. Nö, nö, nö. Gerade waren das noch 6 Sekunden, jetzt sind 2 Sekunden. Ja gut, diese Anzeige kann man ja nicht für voll nehmen. Auf der Geraden. Auf der Geraden ehemals 6 Sekunden, jetzt 2 Sekunden. Achso, ja gut, okay. Gut, hier ist gut bekommen, die Kurve. Schön auf dem Grasstreifen gefahren, weil ich einen Rückspiegel geguckt habe, wo du bleibst. Bremsen werden irgendwann nerven vor den Bergen am Start, wenn die verschleißen. Ey, ich hab nicht so rumgewackelt, als du hinter mir warst. Und hättest du auch machen können. Ja, warum sollte ich? Na? Der Ruti will keinen Windschatten spenden, wie es aussieht. Natürlich nicht.
Wäre aber sehr cool, ja. Bisschen oh. Gegner, keine Kumpels. Sehr gut. Ist ein Argument. So, dann bin ich jetzt einfach mal Vollgas durch. Das ist mir jetzt egal, wenn ich jetzt eine Battle Roll mache damit. Das sah sehr stylisch aus, das Alarm für Gruppe 11. Das war lucky, glaube ich. Das sowieso. Aber ich wollte meine Rundenzeit haben. 1,2693. Aber langsamer als meine. Wie, was, Lichel? Was, wie? 1,2601. Wer ist die Gefahr? Ich. Mit Windschatten? Wahrscheinlich, ja. Dann zählt sie nicht. Ich bin dann ohne Windschatten gefahren. Okay. Ja. Aber dafür mit Barrel Roll. Ja, mit Barrel Roll die nächste Runde. Jetzt habe ich zwar dadurch Leoti wieder am Hintern. Das ist ja ein toller Kompromiss. Ja. Das ist langsamer, aber dafür mit Barrel Roll. Ja, und mit verbesserter Rundenzeit, zumindest PB. Ja, mit langsamerer Rundenzeit als Leoti. Nein, ich hab den Sprung wieder vercheckt. Das muss ja wirklich eine Windschattenrundzeit sein. Stevie bei Start-Ziel ist ein Sprung. Kurz danach noch einer. Aber jetzt war ich mit Leroti zusammen unterwegs. Mal gucken, vielleicht wird jetzt noch was Besseres dabei. Vielleicht gab's da keine Fass, wenn ich das bei der Show rumgemacht. Ja, ich kann auch. Oh ne. Ach ne, da war ja Bärroll zwischen, die kann ja dann schlecht schneller schneiden. Schön, jetzt habe ich auch eine Barrel Roll gemacht. Hervorragend. Dabei Siehste. Wollte ich gar nicht. Wisst ihr, es gibt also Dinge, die das Auto sehr gut kann. Miau. 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 Oh, hat Leroti auf dem Bauch irgendwas gemacht? Hm? Ne, Leroti ist hier. Der fightet mit mir. Ach, das ist Stevie, der andere Punkt da. Okay. Das habe ich schon vergisst. Ja, ich sehe nur 3 Punkte gerade, aber fällt mir gerade auf, irgendwie passt das nicht. Nur weil ich nicht bei euch damit fahre, ist nicht, dass ich das noch nicht vergessen. Nö, ich bin genauso weit weg. Also. Ich bin weiter weg. Ja, also du bist vor ihnen, genauso weit wie ich hinter ihnen bin, sozusagen. Auf der Karte. Bei wenigstens kann man durch die Rufis Windschutzscheibe durchgucken. Das hilft. Aber er konnte nicht durch mich durchgucken, wie es aussieht. Ja, die eine Kurve ist halt ein bisschen blöd. Aber hier kann man sich halt, wie gesagt, auch wirklich gut an die Pfeilanzeigen orientieren, ne? Wenn die eben halt rot sind, dann weißt du, du solltest noch ein bisschen bremsen, dann bevor du den Berg nimmst. Und am Ende jammert er wieder, dass seine Bremsen kaputt sind. Das geht aktuell mit 33. Die Reifen noch. Sind eher das, was... Echt? Ich hab 50 Bremsen. Was, 50 Bremsen? Ja. Warum willst du denn so viele Bremsen haben? Ich wollte 50 Reifen, aber jetzt haben sie nur 50 Bremsen geliefert. Bei 48% Reifen. Reifen habe ich 23. Ach, die Bremse braucht man bestimmt nicht. Braucht man eigentlich hauptsächlich bei diesem Berg da vom Start-Ziel-Bereich. Ansonsten braucht man die wirklich nicht. Weil wir könnten die Kurven eigentlich reinrollen. Nein, warum? Was sollte die Logik denn jetzt? Oh. Ich glaube, die Runde ist gut. Nee, meine nicht mehr. Die habe ich gerade in. Normalerweise muss man da früher mit Vollgas durchs Ziel fahren. Ah. War eh nicht gut. Oh. Ich habe es noch überlebt. Brauchte nicht meine Barrel Roll dafür machen. Ich werde safe bald. Oh.
irgendwann. 42% reifen schon. Ja, das sind das vier, ja. Ach echt? Aber Motor und Getriebe sind einwandfrei, egal wie lange ich den Nitro-Knopf gedrückt halte. Motor habe ich 1%, Getriebe habe ich 3. Also habe ich auch Getriebe 1, wo kommt das denn her? Ich habe Getriebe 5, keine Ahnung, was ich mit meinem armen Getriebe gemacht habe. Achso, wahrscheinlich von den Crashes, oder? Möglich. Das wäre eine mögliche Ursache, ja. Möglich, das wäre möglich. Oder es verschleicht auch durch Benutzung etwas. Wäre ja auch denkbar. Ich hab doch schon gebremst, Mann! Alleine wollt, braucht man echt nicht bremsen. Also eigentlich so oder so nicht, aber... Aber man kann schön... Ja, ist klar! Man kann mich auch schön durchrollen. Also ist die Bremse gar nicht so das Problem, da brauche ich die wirklich nur beim Start. Sollte die dann aushalten bis zum Schluss. Ja, komm, noch mehr besetzt am besten in der 11. Runde. Spiel, das ist nicht die letzte Runde. Mit den 10 Milliarden Fehlern, die du mir geben musst. Und noch ein Reset. So, haben wir es jetzt? Ich glaube, ich mache auch noch einen, weil es so schnell war. Na, ich habe mich jetzt extra mehrmals resettet, weil das halt. Ich mir sowieso in der 11. Runde 10 Milliarden mal schon resetten musste. Also dachte ich, komm, damit die Anzahl schön passt. So, das wird wohl ein No-Stop-Racer. auf jeden Fall, ja. Nee, wird es nicht. Ich glaube nicht, dass ich mit 64% Reifen in der 12. Runde ohne Stop durchkomme. Mal auf die Bremse echt nur am Start drauf. Hilft natürlich auch bei der Bremse. Habe ich daher unnötig verschlissen in den ersten Runden. Die brauchst du echt nur am Start. Und Reifen 32% aktuell. Ja, immer das hin. Und ja, ich muss mich ja resetten.
Oh, die war geil. Die Runde oder die Kurve? Die Kurve. Ich bin jetzt bei 1-2% Reifenverschleiß pro Runde. Aber tatsächlich kein Problem. Da mit Nitro sehe das ganz anders aus. Schöne lange Gerade. Das wäre garantiert sehr lang geworden dann. Ja. Dann ist die Frage eher 2 oder 3 Stops. Was ist schneller? Wie viel Nitro willst du geben? Aber so ist es halt ganz chillig eigentlich. Ist denn da schon weg? Warum frage ich eigentlich? Aber die Antwort ist wahrscheinlich Dina. Wie, was ist los? Wer ist denn da schon wieder? Dann dachte ich, er meint vermutlich hinter mir und dann dachte ich mir, es wird wohl Demon sein. Achso, ja klar, ich bin der Erste. Muss ich dann ja in dem Fall sein. So rein von der Logik jetzt. Genau, nur dass er nicht sehen kann, dass du erster bist. Aber ich kann sehen, dass Leruti zweiter ist. Daraus habe ich messerscharf geschlossen. Prozent Reifen raus, mal gucken, ob es gut ist. Du bist mit mehr Reifenverschleiß aus der Tankstelle rausgefahren, als ich jetzt gerade habe. 35 habe ich auf den Reifen. Freu dich und pack den Eis. Wie ist denn bei Leruti der Reifenverschleiß angekommen? 57. Reifen, okay. 63 Bremsen. Okay, du nimmst dein Auto auch härter ran. Dein Verschleißmanagement war beim Bus besser. Kann ich einfach mit dem neuen Bus losgefahren, wie mit dem gebrauchten. Ja. Das ist eine Verbesserung, aber ich habe jetzt natürlich tatsächlich einen Unfall gebaut dadurch. Ist es das wert? Ach, ja doch. Ich finde schon. Okay. Was ist es denn geworden? 1,20? 1,26, 44. Ja, und mit auf Lerotis Windschatten 1,26,09 komme ich natürlich nicht hin. 0,1. 0,1 sogar, ja.
Ey, irgendwann nehme ich in der Stadt so einen blöden Tisch mit. Das sagt euch jetzt so in der nächsten Runde. Ah, halt! Da war der Tisch. Da könnten aber Menschen dran sitzen, was machst du? Da sitzen definitiv Menschen dran. Eventuell lasse ich auch den Tisch stehen und nehme nur die Menschen mit, das überlege ich mir noch. Wieso nimm den Tisch mit und lass die Menschen stehen? Das wäre doch mal so eine kleine Herausforderung. Hey, aber Leruti ist trotzdem auch auf der Autobahn. Also ich sollte das mir überlegen, wenn Rundzeiten auffahren war. Wieso? Warum? Weshalb? Nein, ich meinte, wieso hatte ich gerade einen Brainout und hab die zweite Bremsstelle verpasst? Das weiß ich nicht. Das können wir dir nicht sagen, weil wir es nicht wissen. Ja, ich wüsste es aber gerne. Ich meine, es ist direkt nach der ersten, also nicht so, dass man irgendwie zwischendurch einschlafen könnte, dachte ich, aber... Ah, wenn man sich anstrengt, kann man auch in 10 Sekunden einschlafen. Es gibt auch Sekundenschlaf. Vielleicht kann das auch im Spiel passieren, so. Ja. Auf jeden Fall nicht hilfreich. Nicht? Nein, aber weiß man ja nicht vorher. Muss man halt mal testen. Erledigt. Wo du sagst, es kam schon lange nicht mehr dieses Ding, bei dem du schneller fährst, oder? Ich hab's nicht immer erwähnt. Oh fuck, fuck! Hier hätte ich Vollgas durchfahren, das wäre 1,25 geworden, scheiße. Das habe ich nicht realisiert. Oh! Was habe ich denn da so richtig gemacht? Verstehe ich nicht. Hätte ich das gewusst, ey, hey. Dann hätte ich die Routine nochmal ranlassen können. Für die Rundenzeit. Das wäre eine tiefe 1,25, glaube ich, geworden. Was habe ich denn so richtig gemacht, verdammt? Ich verstehe es nicht. Mit 230 Euro, what the fuck?
10 Kammer zu wenig. In dieser Runde kann ich Vollgas durchs Ziel. Alter, kannst du es mal. Meinst du nicht, ich mach das nicht mit, mach das mit Absicht? Hörst du jetzt noch auf, hinter mir zu fahren? Ja, ich würde ja gern vorbeifahren. Ja, toll! 47 die Reifen und 71 die Bremsen, weil ich die am Anfang so hart verschlossen habe. Ah, wenn Kind das so interessiert, was für eine Zeit das geworden wäre mit der Runde, das wäre schon 1,25 tief gewesen. Kacke. Oh, Leruzzi. Mhm. Das ist so cool, wenn man jemand feiert, das sieht ganz immer so cool aus. Alter, bleib doch jetzt auf der Strecke, was soll denn das? Das ist so genial, die Autos hier blöd. Oh, Leruti packt auf der Leitplanke. Das sieht etwas schmerzhaft aus. Oh, geschafft. Zwei Runden opfert man sich mit einer Barrel-Roll und hast nicht gesehen. Und die eine Runde, wo es sich gelohnt hätte, mit einer 1,25 tief oder vielleicht sogar 1,24. Nee, da bremse ich ab. Scheiße. Naja, es geht ja auch nicht darum, dass du die 2 Minuten vom Bus wieder aufholen willst oder sowas. Klar geht in die Rundenzeit. Ja, ich weiß.